Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Und heute möchte ich mal ein Thema aufgreifen, was mich natürlich als bekennender Ubisoft-Spiele-Fan natürlich interessiert, als bekennender Fan der Division-Serien in erster Linie und der Ghost Recon-Spiele. Das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wann erscheint eigentlich ein neues Ghost Recon, sprich Teil 3 nach Wildlands und Breakpoint. Wann können wir damit rechnen? Was scheint mir aktuell realistisch? Man muss natürlich hier erst einmal ein bisschen ausholen und sagen, Ubisoft hat im Geschäftsjahr 2022, ja. Keine gute Bilanz vorzuweisen gehabt. Es gab wenig Neues. Es gab immer wieder Spieleverschiebungen. Und das hat natürlich dem Konzern nicht gut getan, muss man ganz klar sagen. Und in ihrer Firmenpolitik sind sie deswegen jetzt dazu übergegangen, sich auf die wesentlichen Marken zu konzentrieren. Und damit darf man sicherlich auch die Ghost Recon-Reihe betrachten, so hoffen wir das zumindest mal. Es gibt ja einige große Serien, Far Cry, Assassin's Creed, Division und natürlich dann auch Ghost Recon, um einfach mal hier ein paar Beispiele zu nennen. Sie wollen sich auf diese Spiele konzentrieren. Man hat ja schon vor einigen Wochen drei Spiele gecancelt, die man namentlich nicht benannt hat. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass es keins dieser Spieleserien getroffen hat. Davon ausgehen würde ich allerdings jetzt nicht, denn wie gesagt, sie werden sich auf ihre wichtigsten Spielemarken konzentrieren wollen und auch müssen. Sie werden ihre Kräfte bündeln müssen mit diversen Entwicklerstudios und nicht mehr so in der Breite zu lange an den Spielen arbeiten, denn das hat ihnen in der Vergangenheit nicht gut getan. So erstmal die Situation von Ghost Recon. Und natürlich Ubisoft generell. Und jetzt wollen wir das Ganze mal auf Ghost Recon Breakpoint herunterbrechen. Und da ist es natürlich auch so, dass ich hier auch eine ähnliche Argumentation finden muss, wie ich sie beispielsweise auch bei den Division-Teilen finde. Wann können wir hier mit einem neuen Teil rechnen? Ich glaube, dass The Division Heartland und auch Resurgence, das sind ja die beiden nächsten Ableger von der Division, bevor überhaupt ein dritter Teil hier spruchreif sein oder werden dürfte. Sprich, eins ist der Free-to-Play-Titel Division Heartlands und das andere ist entsprechend der Teil fürs Handy. Auch nicht jedermann Freund, aber das dürften demnach die nächsten Spiele sein, die hier so ziemlich mit auf der Agenda sind. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal für Ghost Recon Breakpoint anschauen, dann glaube ich, werden wir nicht mit einem neuen Teil vor 2024, eher 2025 oder 26 rechnen können. Das halte ich aktuell für einen realistischen Zielkorridor, wenngleich ich es hier natürlich speziell auch schade finde, während The Division 2 ja noch mit Content versorgt wird, da startet ja dann auch eine Season 11 in absehbarer Zeit. Und zumindest dort können die Fans Hoffnung haben, dass es immer mal wieder weiteren Content gibt. Ghost Recon Breakpoint wird ja nachweislich und von Ubisoft bestätigt seit Ende 2022. Ich glaube, Oktober war es nicht mehr mit Content versorgt. Da gab es auch die Abschlussmeldung. Das heißt, wir werden hier noch einen größeren Leerlauf haben als bei den Division-Teilen, was ich extrem schade finde. Aber ich denke mal, vor 2025, vor 2026 wird man realistischerweise nicht mit einem neuen Ghost Recon Teil rechnen können. Das finde ich extrem schade, aber es ist meine aktuelle und sehr realistische Einschätzung der Situation. Ich glaube, viele von euch pflichten mir auch bei und von daher muss man sich aktuell mit Wildlands und Breakpoint erst einmal weiter begnügen, denn
Hier ist zumindest mal das Positive, ihr könnt die Spiele ja noch weiterhin online spielen. Sie werden die Spiele so schnell nicht von den Online-Servern nehmen. Also auch neue Spieler unter euch sollten hier zuschlagen. Die Spiele gibt es immer wieder in diversen Sales für sehr, sehr günstiges Geld zu kaufen. Also da braucht keiner Angst haben, dass Ubisoft hier allzu schnell die Online-Server abstellen wird. Aber wie gesagt, wir müssen uns gedulden. Vor 2025 wird hier dem Vernehmen nach kein neuer Teil kommen. Alles andere würde mich tatsächlich überraschen. Ansonsten, Leute, was gibt's weiter zu sagen, wenn ihr Fans von Shootern seid, wenn ihr auch so eine Art von Content mögt, in dem wir auch mal News, Gerüchte, Leaks aufgreifen oder uns mal wieder zu Spielen positionieren, lohnt sich der Einstieg in diverse Spiele XYZ im Jahr 2023 noch? Dann seid ihr hier auf unserem Kanal genau richtig. Ich versuche natürlich hier noch den Gegner auszuschalten, was mir hier natürlich normalerweise ganz gut gelingt. Ich versuche natürlich jetzt hier noch ein bisschen zu looten und ein paar Sachen hier einzusammeln und ich versuche natürlich dem Radar zu entgehen. Also Leute, wenn ihr so eine Art von Content mögt, muss ja nicht immer Gameplay sein, aber das gibt es natürlich auch bei uns. Ansonsten gibt es The Division 2 Season 11. Ich habe einen Einsteigerguide für neue Spieler gemacht, der auch bei euch sehr gut angekommen ist. Das sollen keine Profi-Tipps von der Division 2 sein, was aber grundsätzlich auch inhaltlich für Division 1 gilt. Könnt ihr gerne mal reinschalten. Ansonsten euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.